Oopsie Doxie Goldman. Eben, wir proben hier im Parkhaus, weil hier hat es den richtigen Sound, hier hat es extrem viel Hall. Hier braucht man keinen Verstärker. Also es ist verschieden, wie unsere Songs entstehen. Manchmal kommt einer mit einem komplett fertigen Song in den Bandraum, also hier ins Parkhaus. Und da wird er vorgespielt und nachher wird er geübt. Oder dann passiert es so, dass irgendwie jemand anderes mit einem Riff daherkommt auf der Gitarre und einfach mal das vorspielt. Und dann tun wir einen Abend lang so ein bisschen jammen damit und ein bisschen Ideen sammeln. Und dann kann sich über mehrere Proben auch mal ein Lied entwickeln oder auch nicht. Es ist ganz verschieden, wie unsere Songs entstehen. Also, wir treffen uns einfach etwa so einmal im Jahr, um zusammen Musik zu machen. Und sonst geben wir Konzerte. The Cure. Ja, The Cure haben wir auch in unserem Repertoire. Wir haben einen Song von ihnen gecovert, also ein paar Konzerte. Wir haben noch das ein oder andere Cover in unserem Set, weil wir finden es noch cool, so ein bisschen Sound von Bands, die wir cool finden, selber zu interpretieren und unsere eigene Version zu machen. Abgesehen von der ganzen Thematik vom toten Affen, muss man einfach auch noch erwähnt haben, dass Affen einfach sehr coole Tiere sind. Das steht, glaube ich, außer Frage. Also, ich kenne fast niemanden, der nicht gerne Affen hat. Und ich glaube, das ist auch zu Recht. Ja, was war das? Durchdrehen. Also, wir werden Vollgas geben. Wir sind hoch motiviert, heute zu spielen. Und ja, wir werden die Bühne auseinandernehmen. Also, die Bühne auseinandernehmen, müssen wir noch nicht die Versicherung anrufen. Okay. Aber wir freuen uns extrem, auf St. Gallen können da ein bisschen unter freiem Himmel zu rocken. Wir gehören unter freiem Himmel, wir sind Affen. Amriswil, Thurgau, oh, Entschuldigung. Ja, weißt du, alles, was weiter als Zürich ist, ist für uns sowieso alles das Gleiche. Also von dem her, wir haben schlechte Geografielehrer gehabt. Und wir kennen die Gegend schon. Natürlich, wo irgendwie sind wir ja in die Schweiz gekommen und das war irgendwie dann über den Bodensee gewesen, als Affe im Käfig innen. Und eben, ich habe einen Fensterplatz gehabt. Ja, irgendwo aus dem Dschungel. Für uns gibt es eigentlich keinen Namen auf der Welt. Für uns ist einfach die Welt, die Natur und unser Affenkörper. Ja, tut uns leid, wenn wir St. Gallen mit Amriswil verwechseln. Also, wir wollen es niemandem irgendwie, wenn wir wollen, auf die Füße schalten. Hoffen wir können es mit unserem Konzert wieder gut machen.